wieder zurück und wir machen am besten gleich weiter mit der nächsten Mission. Ich habe ja den einen Aussichtsturm, und zwar den hier, den wir gerade im Hintergrund sehen, erkundschaftet, wie ihr vielleicht sehen könnt. Und da haben wir auch eine kleine Mission, und zwar Pariser Geschichten. Eine trauernde Mutter verteidigen, die nur ein Andenken an ihren ermordeten Sohn mit nach Hause nehmen will. Das machen wir jetzt einfach mal. Übrigens habe ich auch gerade ein Schloss geknackt, was recht schwer war. Leider habe ich es nicht zeigen können, aber das wird sich bestimmt nochmal geben. Ich gucke mal, ob ich diese Kiste hier öffnen kann. Aber ich stecke hier mal fest. Oder ob ich da wieder auf Uplay online sein muss, damit ich diese Kiste hier aufkriege. Aber es scheinen unterschiedliche Kisten zu geben. Spielen Sie Nomad-Missionen in der App Assassin's Creed? Ich muss Koop spielen, um diese blauen Kisten zu öffnen. Oh Mann, oh Mann. So, dann helfen wir doch mal der Mutter hier. Sie haben ihn ohne Grund gehängt. Ich nahm ihm diesen Anhänger vom Hals. Bitte, Sie, könnt ihr mich beschützen, während ich ihn zu unserem Haus zurückbringe? Natürlich. Können wir machen. Durch Duchesse de Frémy. Ich hatte ja leider kein Französisch, muss ich dazu sagen. Demnach ist mit der Aussprache nicht so gut bei mir. Tod den Aristokraten. Tod den Aristokraten. Hängt sie am Laternenpfahl. Sie ist hochadelig. Hat den Boten töten, ohne entdeckt zu werden? Könnt ihr gar nicht getan? Hallo? Was? Hä? Was war denn das? Ich weiß gerade gar nicht, was passiert ist. Was ist hier geschehen? Was geht hier vor? Dann machen wir das doch einfach nochmal. Dann sie jetzt verteidigen. Und dann geh. Geh, aber geh mit Gott. Ja, wir gucken mal, ob wir das Ganze von oben vielleicht regeln können. Tod den Aristokraten! Ich hab auch gar nicht lesen können, was da stand. Sie ist auch adelig. A la Lanterne! Und nun seine Mutter! A la Lanterne! Nun sind sie schon. Er hat kein anständiges Begräbnis verdient. Ich muss wahrscheinlich daneben stehen, sonst wird das Ereignis nicht ausgelöst. Am Sperrgebiet. Ach, deswegen hat er hier Stress gemacht. Den Verbrecher töten. Machen wir das doch schnell. Ich mach keine Geschäfte mit der Fresse. Dein Kopf gehört dir! Alter! Nicht mit mir. Stirb! Krepiere! Duchesse, geht es nicht an den Kram. Oh Mann. Geh weg. Duchesse, wisst ihr, was mich das erinnert? Ach so. Der hat auf den Finisher gewartet. Plündern war. Was ist denn mit dir? Ach, die hat auch gleich ihr Säbel ausgepackt. Los, weiter. Duchesse. Duchesse erinnert mich an Aristocats. Da heißen die Katzen so. Duchesse, die Kätzchen. Typisch französischer Name. Spielt ja auch in Paris. Aristocats. Von daher gar nicht so weit hergeholt. Oh, so eine Leibwache hätte ich auch gerne mal. So ein Arno neben mir. Durch die Hut laufen. Hey Arno, kümmere dich mal um den. Alles klar, Klinge in den Hals. Boom. Gar kein Problem. Was ist denn hier für ein Rauch eigentlich? Ja, nimm, gib deine Zeitung her hier. Oder auch nicht. Ja, bis jetzt noch ganz ruhig alles. Komm, das gibt nicht für weiter Stress. Der Matsch ist ja nicht mal so gut gemacht hier, wa? Auf dem Boden, wenn man langsam läuft. Ein bisschen übertrieben. Aber ich will mich ja nicht an Kleinigkeiten aufziehen.
Kann sie nicht schneller laufen? Den Boten töten gehörte dazu. Wer ist denn der Bote? Der Typ hier vorne. Aber das gehört ja nicht zu meiner Mission jetzt gerade. Also lass ich das. Einen Moment, Bürger! Ich begrab dich, Marder! Ich erwisch dich schon, du Rechter! Stirb! Ja, die Moves sind ja echt, echt happig. Eieiei. Ja, ne? Aber ist ja historischer Hintergrund. Von daher, fuck the German Cut Company. Ich frag, wie man das im Englischen nein, tot. Zeit nicht geblockt. Ich bin untröstlich. Untröstlich. Zack, wieder ein Hals durch. 100 Credo-Punkte. Ich sehe mit dem Punkt noch nicht so ernst durch. Währung und Credo-Punkte und Synchronisationspunkte. Und wenn wir unsere Tränke voll haben, dann können wir uns nochmal heilen hier, oder? Was ist ja eigentlich mit unserer Knifte? Warum nimmt die denn der nicht? Ich will die Waffe haben. Oh. Ja. Irgendwie kann ich noch nicht schießen. Ich glaube, das muss ich noch freischalten. Auf jeden Fall funktioniert das nicht. Kommt die noch irgendwo einer? Oh, sie ist da. Das ist schön. Wenigstens habe ich ein... Ich hätte gerne mal gewusst, was jetzt noch zu Ende labert. 400... Oh, was auch immer das war. Ich wollte ja Frauen sagen, aber das sind ja keine Frauen hier. Wo ist denn die Kiste? Ich höre es glitzern. Die ist hinter der Ecke. Stopp! Von der solchen Leuten wie dich halte ich nämlich nicht. Plündern? Plündern. Oh, jetzt wurde geschossen. Hört auf zu schießen. Ach, guck mal, hier steht ja auch noch einer. Lalalala. Eieiei. Er ist wieder betrunken. Frank hat wieder gesoffen. Naja. Eine Tasse, yeah. So. Oh, die kann ich sogar aufmachen. Yeah, Ubisoft stinkt. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken hier mit der Charakteranpassung. Fähigkeiten. Ich will jetzt ballern. Das kann ich doch jetzt. Mit LB? Ja, habe ich doch. Habe ich doch. Auffüllpunkt? Nee, das will ich ja gar nicht. Was, eine Leuchtbombe? Nee, das ist ja Quatsch. Fernwaffen können Sie entfernte Gegner treffen. Drücken Sie LB und zielen. Naja, habe ich doch gemacht. Wollen die mich völlig rollen? Wie viele Punkte habe ich denn überhaupt? Was sind denn Boosts? Premium Nahkampf Boosts. Ach, da ist bestimmt kaufen, den Piss. Fähigkeiten. Fernkampf. Schleichen. Was gibt es denn da noch Schönes? Level 2, Sequenz 5 brauche ich dafür. Übrigens, ihr seht gerade in den Balken, der Balken, den ihr da in dem Video gerade rechts gesehen habt, der war bei mir ungefähr 6-mal so klein. Aber es hat geklappt. Verkleiden. Verkleiden ist natürlich auch witzig. Uns verkleiden holen? Würde gerade so reichen. Ich wollte irgendwas anderes haben. Das wollte ich haben, genau. Das möchte ich haben. Ja, Doppelattentat. Doppelattentat ist recht geil. Das macht manchmal echt viel Sinn. Gesundheit? Können wir da auch noch was auffüllen? Dickes Fell. Etwas mehr Schaden auszuhalten. Ja, nehmen wir auch noch. Dann haben wir alles vergeben und wir kriegen diese scheiß Nachrichten nicht mehr. Aber warum kann ich jetzt nicht ballern? Ich habe die Knifte drin und drücke linken Button. Ach so, ich muss auch RT drücken. Ich wollte ja zielen.
ja geil. Kann man schön einen abrattern hier. Gut, dann wollen wir mal die nächste Mission machen. Ich muss sagen, das, also war ja wirklich nie so der mega Assassin's Creed Fan, aber der Teil, Hammer. Also atmosphärisch ist doch wirklich so, dass ich sage, ich habe richtig Bock weiterzuspielen. So, das ist nicht so, naja, ich muss das jetzt spielen oder so. Sondern macht einfach Spaß. So die Abwechslung, man kann mal das, mal das machen. Was ist denn, wenn ich die jetzt eigentlich töte? Kriege ich denn da was? Alter, hätte ich fast alle getötet, ohne dass was passiert. Alter, das ist so ein richtig, mit richtig viel, der große. Eieiei. Boah. Die Fetten hier, die sind schon wie damals, die halten immer mehr aus. Ich werde mal kurz einen Trank nehmen. Dann kann ich hier. Oh, Knoblauch! Falls uns die Vampire anfallen, haben wir zumindest was dabei. Oh, da haben wir was. Dietriche! Jawohl. Oh, da ist schon wieder welche. Wenn das nicht mein alter Freund ist. Möge der Vater. Die Botentöne ohne entdeckt zu werden. Na, wenn ich jetzt Bede heimlich von hinten töte, sollte das doch jetzt funktionieren, oder? Ach, ich darf die wahrscheinlich nicht töten dabei. Sonst ist das Ding ja abgeblasen. Das ist natürlich doof. Also bringt mir das jetzt nichts, wenn ich den hier jetzt noch irgendwie... Ne, kann ich auch nicht. Wird auch nicht mehr als Gegner angezeigt. Gut, wissen wir für das nächste Mal Bescheid. Die Boten nicht töten. Was ist, wenn ich den denn irgendwo von einem Haus absniper? Den Typi. Bringt das was? Gute Frage. Haben die hier in Paris wirklich so eine Friedhöfe gehabt? So mittendrin im Nichts? Kiste, Kiste, Kiste. Ich sehe eine Kiste. Aber nicht hier, sondern hier unten wahrscheinlich. Ja, was ist drin? Was ist drin? 1, 2 oder 3? Kiste zu. Den Dieb. 250. Nicht schlecht. Ich brauche den Turm. Wo ist der Turm? Für den Stadtteil hier. Den da. Nehmen wir erstmal mit, würde ich sagen. Le Turm. So, weiter. Hallo, ist hoch da mit dir, Arno. Oh, dann holen wir jetzt noch den Dieb, wenn wir schon mal hier sind. Besonders schnell ist er ja nicht. Zack. Mal wieder ein eigenes abgeschlossen. Sehr schön. Ach, wir machen erstmal die Mission. Den Turm können wir nachher immer noch machen. Aber hier kommen wir da durch. Oh, hallo. Auf welche Dinnerparty bin ich denn hier gelandet? Aus dem Weg! Weiter geht's. Dille Tüt, oder wie hieß der Typ? Ich weiß es schon wieder nicht. Schwere Mission. Sehr schwierige Mission. Kaufen Sie Fähigkeiten oder Ausrüstungsstücke, um Ihr Level zu erhöhen. Ach, da muss man was kaufen für, um sein Level zu erhöhen? Also wenn ich jetzt... Na, Fähigkeiten kann ich ja jetzt nicht kaufen, da brauche ich ja Dings für, aber ich kann meine Ausrüstung verbessern, würde ich sagen, ne? Das würde ja rein theoretisch gehen. Beine habe ich ja schon gemacht, Teile können wir uns denn hier so leisten? Was ist denn Hacken? Achso, da braucht man Cash Money für. So, die können wir uns doch schon mal leisten hier. Die nicht mehr. Sieht denn cool aus? Sieht so Piraten-Style aus irgendwie. Nehmen wir. Kaufen wir. Ja. Zack. Maßgeschneiderte Banditengürtel. So, dann nehmen wir noch Unterarme. Was gucken wir, was wir da so kriegen? Für gut Geld. Irgendwas für 1000er, würde ich sagen, oder? Alles andere wird schon wieder zu teuer sein, genau. 1000. Ah, irgendwie sieht der kacke aus. Die sehen schick aus. Kosten aber nicht so viel. Bringt auch nicht so viel. Die sind recht hässlich. Oh, ey, lasst mich in Ruhe, Uplay. Wirklich. Ja, die sehen doch schick aus. Die nehmen wir.
So, haben wir ditte. Musketierunterarm schieben. Brust hab ich ja schon gemacht. Hab ich was vom Kopf gekauft eigentlich? Nee, wa? Nicht wirklich. So, was ist das nächste preiswerteste? Das nehmen wir. Ja, nehmen wir. So, hab ich jetzt mein Level erhöht damit? Gute Frage. Gucken wir mal nach. Level 2. Haben wir da, oder? Und jetzt Level 2. Schwierigkeit 2. Ja, ne, dann spielen wir das doch. Es war anscheinend auch nicht mehr so, dass man die Mission einfach Stück für Stück durchziehen kann. Man muss wirklich Sachen zwischendurch machen, um sich Sachen zu verdienen, dass der Grad halt steigt. Ne? Das zwingt einem auch natürlich, Nebenmissionen zu machen. Kann vorteilhaft sein, kann aber auch nachteilhaft sein. Besuchen Sie Ihr Novizenprofil, um Ihr Fortschritt und Belohnung zu sehen. Neues Level erreicht. Hammer. Da habe ich auch. So, was ist jetzt hier unsere Mission überhaupt? Achso. De Cure del Miracle untersuchen. Das ist ja anscheinend dieses komische Gebiet. Was ist das hier eigentlich? Atmosphäre ist ja schon wieder echt Hammer. Wie wir jetzt auch aussehen. Echt witzig. Ist die Frage, ob es Sinn macht, um Ruf zu gehen? Bist du das erste Mal im Cure del Miracle? Ui, Kopf hoch. Es ist nicht der schlechteste Posten. Ich war vor ein paar Jahren in den Kolonien. Da war's. Halt immer eine Hand an deinem Geldbeutel und alles wird gut. Ist das hier ein Sperrgebiet eigentlich? Ob wir hier irgendwie ihn wegnaschen können? Kommen wir irgendwie durch? Nee. Wir sollen das ja nur untersuchen, ne? Wir sollen ja jetzt nun hier nicht Aufmerksamkeit groß erregen. Erregen, meine ich, Mann. Steffen, da kommen wir schon wieder nicht vorbei ohne große Tara. Ich will nochmal oben ruf. Ich habe was nötig. Das sind die Umstände. Niemand möchte. Seine Hoheit will keine Ausflüchte hören. Er verlangt Ergebnisse. Wenn du die Quote nicht erfüllst, sorgt er für Anpassungen. Doktor, nehmt ihm den Fuß. Nein, bitte. Kurtos, nein. Nun halte still. Da bist du ja. Roi de Thunes, Adjutant. Latouche. Das ist wirklich das Bein abnehmen, Alter. Nee, oder? Oh Gott. Oh, das würde ich lassen. Seht. Hübsch, nicht wahr? Das gute Volk von Paris spendet mehr Geld an Verkrüppelte, denn an ganze Bettler. Leroy de Thunes sieht in diesem Sachverhalt eine Möglichkeit, seine weniger erfolgreichen Angestellten zu motivieren. Dieser Mann verlor einen Fuß. Nun könnt ihr losstürmen, für einen Aufruhr sorgen und all die Ratten zurück in ihre Löcher scheuchen. Oder ihr taucht in der Menge unter und folgt den Ratten zu ihrem König. Egal wie, den Fuß kriegt er nicht zurück. Erledigt. Bringt ihn in die Klinik und lasst die Wunde ausbrennen. Dann schickt ihn zurück auf die Straße. Komm schon, hoch mit dir. Ich verstehe euren Rat. Tatsächlich? Wer seid ihr eigentlich? Warum helft ihr mir? Hohoho, ich beobachte euch schon seit geraumer Zeit, Arno. Ich erachte es als meine ureigene Pflicht, all jenen zu helfen, die mit mir gemeinsam das grausame Schicksal in der Bastille teilten. Und es liegt in meinem Interesse, den König der Ratten in der Falle zu wissen. Und zu mir selbst. Ich trage den ehrenhaften Namen Donatien Alphonse François, Marquis de Sade. Besucht mich doch, wenn ihr genug davon habt, geschmeißt zu jagen. Oh, das ist aber mal eine hübsche Spur. Viel Glück! Das ist bestimmt dem Blut folgen, wa? Na, dann folgen wir doch mal dem Blut. Die Nächte werden wieder kalt. Das beunruhigt.
richtig nicht? Ich weiß, wo die Schornsteine sind. Kills mit der Phantomklinge. Wenn du seine Hoheit einbauen ließ, als er den Untergrundtypern nahm, leg dich auf einen von denen und du schläfst warm wie eine Katze vor dem Kamin. Im Eilschritt, Leute. Seine Hoheit ist kein Freund von Trödelei. Jetzt habe ich fast entdeckt hier. Ich mach. Alles gut? Alles gut? Alles gut. So, jetzt muss ich mich ranhalten. Die ärztliche Versorgung der Entrechteten? Ganz herzlich willkommen. Soll ich rüberkommen und dir eine verpassen, du Spinner? Glaub mir. Scheiße, wo ist der Typ hin? Wo ist er hin? Scheiße. Ich denke mal da, wo die Typis sind. Komm noch ein Stück näher, du Scheißer! Du im Sand, verfluchter Zauderer! Lass mich in Ruhe! Wie soll ich den denn verfolgen eigentlich, den Typ? Ich wüsste ja schon gar nicht mehr, wo der ist. Komm, ich hasse... Wo ist er denn hin? Sehe ich den auf der Karte? Okay, anscheinend ist das egal gewesen. Immer diesen Stress. Ey, scheiße, scheiße. Fuck. Das war nicht gut. Das war zu viele. Die hätte ich mich nicht einlassen sollen. Aber ich habe ja den Typen auch gar nicht mehr gesehen. Wo war denn der hin? Ich hätte ihn nicht plündern dürfen. Das sollte ich lieber lassen. Die Nächte werden wieder kalt. Davon möchte ich nicht. Ich weiß, wo die Schornsteine sind. Welche denn? Die seine Hoheit einbauen ließ, als er den Untergrundtypern nahm. Herr Tusch verfolgen, wo ist der denn? Ich sehe den noch nicht mal mehr. Und du schläfst warm wie eine Katze vorm Kamin. Im Eilschritt, Leute. Ah, da ist er. Hoheit ist kein Freund von Trödelei. Dann töte ich die gleich hier mit der Phantomklinge. So, haben wir das geklärt. Monsieur Latouche, sorgt ihr immer noch für die ärztliche Versorgung der Entrechteten? Die Frames werden mal einbrechen. Heftig, heftig. So, da komme ich aber schlecht drin, oder? Kein Durchgang hoch! Revolutionärer Bastard! Oh, hier geht's noch. So, lass uns wir sind. So, Latouche, wo bist du? Jetzt ist der schon wieder weg. Gehen wir nachher was trinken? Nein! Oh Gott! Ich dachte, das war ein Gegner. Jetzt hab ich den umgebracht.
Ach Mann. Ach Leute. Ach Leute. Hey, liebe Leute. Hey, liebe Leute. Das beunruhigt mich. Ich weiß, wo die Schornsteine sind. Ja, das ist jetzt noch normal. Leute. Seine Hoheit ist kein Freund von Trödelei. Ja, los, mach jetzt. Wer bist du? Zurück mit dir. Unbemerkt, unbemerkt. Monsieur Latouche, sorgt ihr immer noch für die ärztliche Versorgung der Entrechteten? Wenn Schad wird kommen, Sittenstrolch. Und zwar eher, als ihr denkt, glaubt mir. Komm näher und ich lege dich lebendig. Stopp! Endlich mal geblockt hier. Sack. Achso, den Gnadenschuss habe ich ihm nicht gegeben. Ist auch egal. Ist auch nicht unbedingt nötig. Gehen wir nachher was trinken? Kenne ich dich? Machst du die Fliege? Warum? Ich will dir nur das Hirn eindrücken. Ach, ist schön, dass ich in den Schrank nicht reingekommen bin gerade. So, er ist weg. Dann weiter. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Okay. Stimmen diese Gerüchte über Thierry? Ich weiß noch, wie er schrie und wie lange es andauerte. Nur wegen eines kleinen Fehlers in der Buchführung. Machst du Witze? Ich dachte, er... Das hat schon wieder nicht funktioniert hier mit der Deckung. Ich dachte, er hätte wenigstens was abgegriffen oder so. Nein, er hat eine 1 im Buch falsch gesetzt. Gut. Also im Einschritt. So, da ist einer und da ist einer. Oh Gott, hier sind überall welche. Dann machen wir das folgendermaßen. So, wunderbar. Haben wir doch gut gelöst, oder? Würde ich sagen. Ui, gerade noch so weggekommen. Bringt ihn hinein, schnell! Irgendetwas stimmt hier nicht. Er ist tot hier. Dann werft ihn in die Gosse und schwingt eure Ärsche rein! Hat er fehlgebracht, dass sie ihm die Beine abgesägt haben? Ach, Menno. Jetzt? Latouche finden. Kirschbombenköder. Komm sofort zurück! Ich mach Hackfleisch aus dir! Immer noch nicht verstanden, was die jetzt machen, aber gut. Alter. Komm ich hier rüber? Bonjour, citoyen. Bonjour. Ich einfach umbringe da? Macht nicht viel Sinn, wa? Haben sie schon wieder irgendwelche Leute zu Grabe? Ich würde sagen, wir machen einen Cut. Und wie wir Latouche finden, machen wir einfach im nächsten Part. Da wollen wir ein bisschen die Spannung aufrechterhalten. Und wir sehen uns einfach gleich nachher wieder. Ne? Würde ich sagen. Alles klar, bis dann. Ciao. Yeah.